Ja, hallo zusammen. Es wurde schon angekündigt, die nächsten 30 Minuten werden sich rund um das Thema E-Commerce drehen. Und im Speziellen habe ich ein bisschen mehr zum Thema Marktplätze mitgebracht. Und zwar, wie Sie zusammen mit uns mit Kaufland Global Marketplace national und international verkaufen können. Bevor wir in das Thema reinstarten, möchte ich mich noch einmal kurz bei Ihnen vorstellen, damit Sie auch wissen, mit wem Sie es jetzt in den nächsten 30 Minuten zu tun haben werden. Mein Name ist Viola Trabold. Ich bin jetzt so seit circa 3 Jahren Teil des Vertriebsteams von Kaufland Global Marketplace. Das bedeutet, ich betreue vor allem nationale Händler rund um das Thema Onboarding. Ich baue mit meinen Händlern zusammen den Shop auf und ich unterstütze auch, wenn es um das Thema Internationalisierung geht. Wir werden uns heute Thema Kaufland Global Marketplace ein bisschen genauer anschauen. Ich habe so ein paar Facts und Figures mitgebracht. Also ich werde Ihnen ein paar Zahlen mit an die Hand geben, damit Sie unseren Marktplatz vielleicht ein bisschen besser einschätzen können. Wir schauen uns gemeinsam an, wie Sie mit uns zusammen starten und was wir Ihnen von unserer Seite bieten. Und zwar sieht das im Folgenden so aus. Ich beginne mit den Facts und Figures. Dann schauen wir uns einfach an, wie ist die Anbindung, welche Aufgaben müssen Sie einmal erfüllen, dass Sie bei uns starten können. Und ich habe noch so ein paar Tipps und Tricks mitgebracht. Die werden sich rund um Angebotsdaten und Produktdaten drehen, was natürlich essentiell ist für einen erfolgreichen Verkauf auf Online-Marktplätzen und besonders bei uns. Ansonsten werde ich dann noch mal über unser Angebot an Sie sprechen und zum Schluss werden wir auch ein bisschen Zeit haben für Ihre Fragen. Dann lassen Sie uns auch direkt schon mal reinstarten. Vielleicht wissen Sie es, wir Kaufland Global Marketplace, wir sind Teil der Schwarz-Gruppe und dadurch profitieren wir natürlich dann auch von der hohen Reichweite und Markenbekanntheit. Die Schwarz-Gruppe, die ist das größte Handelsunternehmen Europas und das viertgrößte Einzelhandelsunternehmen weltweit. Und 2022 konnte die Schwarz-Gruppe 154,1 Milliarden Euro erzielen an Umsatz. Ich habe noch ein paar Fakten zu Kaufland stationär mitgebracht. Also wir sprechen hier jetzt noch nicht über den Marktplatz, sondern wir sind jetzt noch bei den stationären Geschäften. Ja, Kaufland finden Sie die Filialen über 750 Stück in Deutschland. Dort sind so im Schnitt 30.000 Artikel gelistet. Und wir sind in 8 Ländern Europas vertreten. Und das dürfen Sie sich gerne schon mal vormerken. Da werde ich nämlich gleich noch mal drauf zurückkommen. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Thematik Kaufland.de, unser Online-Marktplatz. Was haben wir denn mit Kaufland.de schon erreicht? Wie Sie sehen, unser Online-Marktplatz, der wächst im Schnitt stärker als der deutsche E-Commerce-Markt. Der deutsche E-Commerce-Markt, der ist im Schnitt um ca. 9% gewachsen, unser Marktplatz um 53%. Und ich möchte hier vor allem nochmal auf die Jahre ab 2020 ein bisschen näher eingehen. Sie sehen, 2020 hatten wir einen Extremspeak, das heißt, wir sind um 89% gewachsen. Und das hat zum einen auch damit zu tun, ja, es war die Corona-Pandemie, hat uns da auch in die Karten gespielt, der stationäre Handel, das Geschäft war geschlossen. Es hat sich natürlich dann auch auf den E-Commerce-Markt verlegt, aber 2020 fand auch die Übernahme durch die Schwarz-Gruppe statt. Und das bedeutet, man sieht es natürlich auch ganz gut, das hat uns einen unheimlichen Umsatzwachstum gebracht. Und auch 2021 konnten wir gut wachsen und 2022, ich glaube, Sie wissen selber, es war ein extremes Jahr. Wir hatten eine hohe Inflationsquote, wir hatten eine Energiekrise. Man hat deutlich gemerkt, die Kaufkraft, die war geschwächt, aber nichtsdestotrotz konnten wir, auch wenn es nur minimales Wachstum ist, um 2% wachsen. Ansonsten habe ich Ihnen noch ein paar Fakten mitgebracht, dass Sie den Kaufland-Marktplatz ein bisschen besser einordnen können. Ja, im Schnitt haben wir 32 Millionen Besucher pro Monat auf unserem Marktplatz. Wir listen dort insgesamt schon über 45 Millionen Artikel und arbeiten mit mehr als 11.000 Händlern zusammen. Sie finden bei uns über 6.400 Kategorien. Diese erstrecken sich über Haushaltsgeräte, Wohnaccessoires, Fashion, Garten, Outdoor. Also Sie sehen, wir sind ein generalistischer Marktplatz und da relativ breit aufgestellt. Ja, mit uns zusammen, ich habe schon angeteasert, kann man auch internationalisieren. Und wir haben neben Kaufland.de noch 2 weitere Marktplätze, einmal in der Slowakei und in der Tschechischen Republik. Und vielleicht stellen Sie sich jetzt auch die Frage, warum wir uns denn ausgerechnet für diese 2 Länder entschieden haben. Und das hat natürlich auch einen Grund. Ich habe es eingangs schon erwähnt, unser stationärer Handel ist ja in 8 Länder Europas vertreten und darunter eben auch in der Tschechischen Republik und in der Slowakei. Bedeutet, wir konnten durch den stationären Handel schon mal eine relativ hohe Brand-Awareness schaffen und unsere Marke Kaufland ist da eben schon bekannt. Das heißt, wenn Sie sich da wirklich mal auf die Straße stellen sollten, also wenn Sie demnächst Urlaub machen, probieren Sie es gerne mal aus, fragen Sie die Leute, kennen Sie Kaufland, ist Ihnen Kaufland ein Begriff? Dann werden Sie doch sagen, ja, eben durch den stationären Handel. Und für uns war das dann eben eine gute Möglichkeit zu sagen, okay, wir gehen in die Länder rein, wir internationalisieren dort. Wir haben mit der Slowakei begonnen, 2022, im Februar war unser Soft-Launch und im Mai folgte dann der Big Bang und wir haben es quasi nicht mehr innerhalb von einem Jahres geschafft, 5,7 Millionen Artikel zu listen mit
3.800 Händlern. Etwas später folgte die Tschechische Republik. Dort sind aktuell 5 Millionen Artikel live und wir arbeiten dort mit 4.000 Händlern zusammen. Man kann quasi sagen, Kaufland Global Marketplace ist eine All-in-One-Lösung. Das bedeutet für Sie als Händler, Sie müssen sich einmal registrieren und können dann eben bis zu 3 Marktplätze anbinden. Sie können selber entscheiden, möchten Sie nur auf die E-Live gehen, möchten Sie in der Tschechischen Republik noch live gehen, Slowakei hinzufügen. Das können Sie sich selber zusammenstellen, wie es eben von Ihnen gewünscht ist. Sie brauchen auch gar keine Bedenken haben, wenn Sie den Content, den wir da natürlich brauchen, um die Artikel live zu schalten, nicht in den jeweiligen Landessprachen zur Verfügung haben. Wir arbeiten da nämlich mit einem Übersetzungsservice und können da super unterstützen. Das bedeutet, wir ziehen uns die Daten, die wir für die E haben, und übersetzen sie dann in die jeweilige Landessprache. Auch wenn es um die Kundenkommunikation geht, haben wir ein multilinguales Ticketsystem. Bedeutet, wenn da eine Anfrage reinkommt, dann können Sie sich die ganz einfach zum Beispiel auf Deutsch übersetzen lassen, Ihre Antwort schreiben und dann wieder in die jeweilige Landessprache zurück übersetzen lassen und so mit dem Kunden in Kontakt treten. Ja, ansonsten, falls Sie mit uns schon zusammenarbeiten, ist es so, dass Sie eben diese Vorzüge, die Sie vielleicht dann schon von Kaufland.de kennen, die bieten wir dann auch mit den anderen. Ja, jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr auf das Thema eingehen, um das sich natürlich jetzt auch die Ambiente dreht. Wir sind jetzt am 4. Messetag. Thema Home Kitchen ist super interessant, auch für uns als Marktplatz. Wir sind ja ein generalistischer Marktplatz, habe ich schon mitgegeben, die Info. Das bedeutet, wir haben verschiedene Kategorien bei uns auf dem Marktplatz und es ist aber auch so, dass diese Kategorien natürlich auch unterschiedlich performen. Home und Kitchen gehört zu den Kategorien, die bei uns sehr, sehr stark sind. Das bedeutet, sie haben da auch natürlich ein enormes Wachstumspotenzial. Und da habe ich mal so ein paar Top-Kategorien mitgebracht, dass Sie einfach mal sehen, was bei uns besonders gut läuft. Zum Beispiel Haushaltsgeräte, Küchenzubehör, Wohntextilien. Also das sind Artikel, die bei uns extrem gut nachgefragt sind. Wir arbeiten natürlich schon mit verschiedenen Händlern, Hersteller, Brands zusammen. Also Sie finden bei uns aktuell heute schon Artikel von Tefal, von Russell Hobbs, von Gefu. Also den einen oder anderen Aussteller, den finden Sie auch auf der Ambiente. Und ich würde mich da natürlich auch freuen, wenn wir da perspektivisch eventuell auch Ihr Logo mit hinzufügen können. Ansonsten noch ein paar Facts zu den Kategorien Home und Kitchen. Wir haben eine Retourenquote von 6% und unsere Händler legen im Schnitt 1,38 Items pro Bestellung in den Warenkorb. Ja, wenn Sie sich jetzt dazu entscheiden sollten, mit uns zusammenzuarbeiten, haben Sie prinzipiell 2 Varianten, aus denen Sie entscheiden können, wie das Ganze denn aussieht. Wir haben einmal das klassische Marktplatzmodell. Das bedeutet, Sie registrieren sich bei uns auf dem Marktplatz und treten dann selbst als Händler auf. Sie bekommen von uns einmal einen Account kreiert, darüber können Sie dann das ganze Listing vornehmen und dann können Sie die Ware eben direkt an den Kunden rausschicken und den Retoure-Prozess übernehmen. Hier hätten wir beispielsweise aber auch die Variante, dass wir sagen, okay, wir haben einen Fulfillment-Service, den bauen wir gerade auf, also könnten wir Ihnen da theoretisch auch schon mal die Logistik abnehmen, wenn Sie das eben nicht machen möchten oder können. Auf der anderen Seite hätten wir noch den Direktverkauf. Das bedeutet, wir kaufen Ihre Ware an, wir lagern die bei uns im Lager auf und schicken die Artikel dann raus an den Kunden und übernehmen auch den gesamten Retoure-Prozess. Die Artikel werden dann eben über das Kaufland-Pseudonym angeboten. Das bedeutet, wir treten auch als Händler bei uns auf dem Marktplatz auf. Das wären quasi die 2 Modelle, die Sie zur Auswahl haben. Ja, jetzt habe ich Ihnen schon so ein paar KPIs, Facts und Figures mit an die Hand gegeben, dass Sie vielleicht so den Marktplatz ein bisschen besser einordnen können. Und jetzt wollen wir uns etwas näher anschauen, wie funktioniert die Zusammenarbeit. Und ich habe hier ein kleines Diagramm mitgebracht. Oben der graue Balken, das sind Sie als Händler. Wir sind der rote Balken, übernehmen diese Aufgaben. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten mit uns zusammenarbeiten und wir schauen uns jetzt nämlich einmal das Marktplatzmodell an, dann würde das wie folgt aussehen. Sie registrieren sich bei uns einmal als Händler, dann bekommen Sie von uns einen Account freigeschaltet. Wir prüfen dann nämlich einmal, ob nach der Registrierung alle notwendigen Unterlagen vorliegen und dann können Sie nämlich direkt schon starten. Also wir agieren von unserer Seite relativ schnell, das heißt innerhalb von 1 bis 3 Werktagen aktivieren wir dann auch den Account. Es liegt also tatsächlich so ein bisschen an Ihnen, wie schnell Sie die Registrierung abschließen. Sobald der Account aktiviert wurde, können Sie direkt mit der Einrichtung des Vertriebskanals beginnen. Das bedeutet, wir brauchen Rechtstexte, wir brauchen eine Versandgruppe, die Sie da einmal hinterlegen müssen. Und sobald das abgeschlossen ist, dann beginnen Sie direkt auch schon mit der Listung via ERNs. Und dazu werde ich gleich auch nochmal was sagen, das ist nämlich ein super wichtiges Thema. Ansonsten starten wir mit dem automatisierten Marketing, sobald die Artikel live sind. Da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen.
Und was für Sie vielleicht auch interessant ist, wir als Marktplatz, wir übernehmen die Zahlungsabwicklung. Bedeutet, der Kunde zahlt im ersten Schritt an uns und wir geben die Verkaufserlöse dann, sofern Sie mit Sendungsverfolgung verschicken, nach 14 Tagen frei, ansonsten nach 21 Tagen. Bedeutet, wenn jetzt eine Bestellung reinkommt, dann bekommen Sie von uns alle notwendigen Informationen, die Sie eben brauchen, um den Artikel an den Kunden rauszuschicken. Anschließend können Sie sich dann die Verkaufserlöse einmal auszahlen lassen auf Ihr Bankkonto oder PayPal-Konto. Und auch danach, falls irgendwie Fragen aufkommen sollten, falls dann auch noch kundenseitig irgendwas aufkommt und Sie Support brauchen, haben wir einen First-Level-Customer-Support und auch einen Händler-Support, der Sie dann natürlich auch einmal unterstützt. Ja, Thema Listung der Artikel. Super interessant, denn das sollte natürlich so automatisiert wie möglich funktionieren und auch so reibungslos wie möglich. Und wir bieten Ihnen da 4 verschiedene Wege, wie Sie die Artikel bei uns auf dem Marktplatz live schalten können. Sie können das natürlich einmal manuell machen, bedeutet, Sie loggen sich in den Händler-Account ein und Sie tippen dann die ganzen Produktdaten, Angebotsdaten, die wir brauchen, einmal manuell ein. Und das empfehle ich tatsächlich, wenn Sie weniger Artikel im Sortiment haben. Ansonsten macht es schon mehr Sinn, wenn Sie da auf eine automatisiertere Lösung setzen. Und so, ich nenne es immer gerne so eine halbautomatisierte Lösung ist die CSV-Datei. Also wir bieten CSV-Dateien, auch Vorlagen an, die Sie sich bei uns auf dem Marktplatz einmal runterladen können. Die sind auch sehr, sehr gut erklärt. Das heißt, Sie sehen, was meinen wir mit den verschiedenen Attributen. Sie haben einmal eine Beispieldatei von uns und dann gibt es auch noch ein Tabellenblatt. Das können Sie direkt nutzen, um Ihre eigenen Daten zu hinterlegen. Das bedeutet, Sie erstellen einmal eine CSV-Datei und Sie laden die CSV-Datei dann über den Händler-Account hoch. Sie können da auch beispielsweise einen automatisierten Upload hinterlegen. Das würde dann bedeuten, dass wir uns die Dateien eben zu den gewünschten Zeiten einmal abrufen und dann natürlich auch immer automatisch updaten. Wenn Sie ganz automatisiert unterwegs sind, dann listen Sie eventuell auch mit Software-Schnittstelle oder Mittelware-Lösung. Ich habe hier nur mal einen Auszug mitgebracht. Also aktuell arbeiten wir mit 150 Partnern zusammen. Vielleicht sehen Sie auch schon einen Partner, den Sie schon angebunden haben. Dann können Sie ganz einfach die API-Keys ziehen und die Software-Schnittstelle oder eben die Mittelware-Lösung an uns anbinden und dann darüber die Produktdaten und Angebotsdaten übermitteln. Ja, und die letzte Lösung oder Variante ist unsere API-Schnittstelle. Wir haben eine offene API-Schnittstelle. Das bedeutet, Sie können sich da ganz einfach andocken. Sie können sich die API-Doku einmal bei uns ziehen und dann die Anbindung in-house entwickeln. Ja, so viel zum Thema, wie funktioniert die Zusammenarbeit. Jetzt habe ich Ihnen noch ein paar Tipps und Tricks mitgebracht. Jeder Marktplatz agiert ja so ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, auf anderen Marktplätzen haben Sie vielleicht andere Punkte, die Sie beachten sollen. Und ich habe jetzt mal ein paar Dinge mitgebracht, die Sie vor allem bei uns beachten sollen, wenn Sie mit uns listen, was zum Thema Angebotsdaten, Produktdaten der Fall ist. Das ist nämlich wirklich essentiell und Sie glauben gar nicht, dass so kleine Handgriffe auch wirklich eine große Auswirkung haben können. Und ich starte hier einmal mit den Angebotsdaten. Prinzipiell empfehle ich auch immer meinen Händlern, wenn es zu einer Zusammenarbeit kommt, dass man da wirklich das gesamte Produktsortiment bei uns auf dem Marktplatz listet. Ich weiß, dass viele auch das Produktsortiment so ein bisschen aufgeteilt haben und vieles vielleicht auch exklusiv für einen eigenen Online-Shop zurückgehalten wird oder auch nur ein gewisses Sortiment eben für Marktplätze gedacht ist. Und es ist einfach so, ich gebe es immer wieder als Tipp mit, sobald Sie starten, auch nicht nur erstmal die Topseller zu listen, sondern wirklich das, was für unseren Marktplatz gedacht ist, auch direkt zu Beginn listen. Es wird Ihnen nämlich bei der organischen Sichtbarkeit wirklich zugutekommen. Ansonsten sollten Sie natürlich immer Ihren Bestand aktuell halten, dass es da einfach nicht zu Überverkäufen kommt. Und da kann man beispielsweise, wenn man mit CSV-Datei listet, einen automatisierten Upload hinterlegen und ansonsten per API können wir uns die Daten auch minütlich abrufen. Wir bei uns auf dem Marktplatz, wir arbeiten mit dem Buybox-Prinzip. Das bedeutet, dass der Händler, der eben gegenüber dem Kunden das attraktivste Angebot zur Verfügung stellt, bei uns in der Buybox ausgespielt wird. Das attraktivste Angebot setzt sich zusammen einmal aus der Lieferzeit, dem Verkaufspreis inklusive Versandkosten und dann spielen aber auch noch Ihre Service-KPIs eine Rolle. Und man muss auch dazu sagen, der Kauf, der wird tatsächlich 95% über die Buybox abgewickelt. Deswegen ist es da wichtig, dass Sie in die Buybox kommen und da auch immer ein Auge drauf haben. Wenn Sie jetzt beispielsweise sehen, okay, Sie sind nicht in der Buybox, der Preisunterschied ist aber nicht so groß, können Sie sich da einmal einen Report ziehen und dann können Sie selber entscheiden, wir haben ein Tool, unsere Tiefpreisautomatik. Die könnten Sie dann theoretisch nutzen. Damit übermitteln Sie uns nämlich einmal einen Minimumpreis. Wenn wir uns jetzt das Beispiel hier einmal anschauen für die Kaffeemaschine und Sie sagen, okay, ich bin jetzt nicht in der Buybox drin, aber ich bin bereit, die Kaffeemaschine für mindestens 400
45 Euro zu verkaufen, dann übermitteln sie uns diesen Preis und wir passen ihren Verkaufspreis dann immer 1 Cent günstiger an als das nächste Konkurrenzangebot, würde bedeuten, sie rutschen dann auf 449,98 und somit erhöht sich für sie dann wieder die Chance, in die Buybox zu kommen. Die Tiefpreisautomatik können Sie für alle Artikel aktivieren oder nur für bestimmte Artikel, das liegt dann ganz bei Ihnen. Ja, und jetzt Thema Produktdaten. Ist ein Riesenthema, es ist super interessant und extrem wichtig. Sie sollten uns auf jeden Fall, wenn Sie bei uns die Produktdaten auch listen, vollständige Attribute übermitteln. Sie sollten uns so viel Content übermitteln, wie Sie zur Verfügung haben. Und Sie sollten uns natürlich aussagekräftige Inhalte übermitteln. Also es reicht nicht nur, wenn Sie in der Beschreibung irgendwie 1, 2 Sätze übermitteln, damit was da ist. Es sollte auch wirklich aussagekräftig sein. Es sollte alles vorhanden sein, was der Kunde letztendlich braucht an Informationen. Thema Bilder ist auch bei uns auf dem Marktplatz super wichtig, denn wir empfehlen, dass Sie als Anzeigebild ein freistehendes Produktbild auf weißem Hintergrund nehmen. Und dazu werde ich gleich nochmal 1, 2 Sätze zu sagen. Ansonsten prüfen Sie auch immer wieder Ihre Kategorien. Das heißt, die Artikel sind ja bei uns in Kategorien eingeteilt. Und da immer bitte ein Auge drauf haben, passt die Kategorie, ist es richtig kategorisiert? Wenn nicht, dann auch gerne nochmal rangehen, die Kategorien umziehen. Vor allem, wenn Sie später Sponsored Product Ads nutzen wollen, kommt Ihnen das dann auch wieder zugute. Und Thema Keywords, auch super interessant. Keywords sind nämlich dafür da, dass Ihr Artikel mit einer gewissen Suchanfrage gematcht wird. Von daher sollten Sie auf jeden Fall Keywords übermitteln. Das bedeutet, wir haben ein eigenes Attribut, das nur für Keywords gedacht ist. Das ist unsere Kurzbeschreibung. Da können Sie Keywords hinterlegen. Das bedeutet, wenn dann ein Suchbegriff eingetippt wird von einem Kunden, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Ihr Artikel ausgespielt wird. Denn diese Keywords, die Sie uns übermitteln, die spielen wir nicht aus, also der Kunde sieht das nicht, sondern das ist wirklich rein für die organische Sichtbarkeit gedacht. Und das sollten Sie dann wirklich nicht auf der Strecke lassen, sondern da auch gerne dann, Sie wissen vielleicht, welche Keywords für Ihre Artikel besonders gut ranken und die dann auch gerne dann für uns übermitteln. Ja, ansonsten haben wir da auch verschiedene Reports, Statistiken, die Sie sich ziehen können, die Ihnen da vielleicht helfen. Ich empfehle meinen Händlern immer, wenn das erste Mal gelistet wurde, sobald ein Update von Produktdaten kam und neue Artikel bei uns live sind, dass man sich dann den Invalid Items Report zieht. Das ist nämlich ein Report, der einmal zeigt, welche EAN aktuell von uns nicht ausgespielt werden kann. Und das liegt dann immer daran, dass uns mindestens ein Pflichtattribut fehlt, beispielsweise ein Titel, eine Beschreibung oder ein Bild. Und es wäre natürlich schade, wenn wir den Artikel dann nicht anbieten können, weil da einfach die Produktdaten nicht vorhanden sind. Ja, jetzt habe ich mir nochmal 3 essentielle Produktdaten rausgesucht, Attribute, die ich nochmal gerne hervorheben möchte. Und ich fange hier einmal mit den Produktbildern an. Ich habe es gerade schon gesagt, wir empfehlen immer als Anzeigebild ein freistehendes Produktbild auf weißem Hintergrund zu nehmen. Und das hat natürlich auch einen Grund. Und zwar ist es so, dass wir die Artikel, die bei uns gelistet sind, automatisch über Google Shopping ausspielen. Und das ist eben eine Google Shopping-Richtlinie, die besagt, dass nur Bilder, die in diesem Format hochgeladen werden, eben auch über Google Shopping berücksichtigt werden können. Wir auf unserem Marktplatz, wir haben sehr, sehr viele gezielte Käufer. Das bedeutet, unsere Käufer wissen, was sie suchen, sie wissen, was sie wollen. Ja, suchen dann den Artikel, den Griff über Google, kommen darüber auf die Anzeige, dann eben auf dem Marktplatz auf ihren Artikeln kaufen. Wenn Sie eben kein optimiertes Bild als Anzeigebild haben, würde das komplett für Sie wegfallen und das bedeutet dann natürlich auch externe Sichtbarkeit, die Sie nicht mitnehmen. Sie können natürlich dann immer noch Mutbilder hochladen, Sie können immer noch andere Bilder mitlisten, aber achten Sie unbedingt auf das Anzeigebild. Ansonsten empfehlen wir, setzen Sie sich da natürlich immer gerne wieder die Kundenbrille auf, schauen Sie, dass der Artikel mit den Bildern so gut wie möglich beschrieben ist. So wie Sie es vielleicht auch selber, ich meine, Sie sind bestimmt auch alles Online-Käufer, die hier und da mal einen Kauf getätigt haben und Sie wissen da ja auch, worauf achtet man als Kunde. Ja, auch der Produkttitel spielt eine super wichtige Rolle. Das ist so ein bisschen der erste Eindruck, der vermittelt wird zu dem Artikel. Ich glaube, man kann den Unterschied ganz gut erkennen. Und ich denke auch, der Produkttitel, der unterscheidet sich dann auch zu anderen Marktplätzen wirklich extrem. Also ich weiß, dass auf anderen Marktplätzen vielleicht dann ein Titel anders aufgebaut ist, eine andere Zeichenanzahl zur Verfügung hat. Und da lohnt es sich, dass Sie wirklich nicht einfach nur die Artikel auf allen Marktplätzen, die Sie vielleicht angebunden haben, listen, sondern da sollten Sie auch wirklich hergehen und das für die einzelnen Marktplätze auch produktoptimiert dann übermitteln. Und für uns ist es eben so, wir empfehlen 50 bis 80 Zeichen zu verwenden. Wir empfehlen, dass Sie Marke, Produktname mit in den Titel packen, da auch vielleicht gerne mal ein Keyword mit hinterlegen. Aber eine Sache sollten Sie nicht tun, bitte kein Keyword-Spamming. Dafür haben wir ja die Kurzbeschreibung.
Und dann sollten sonst ja die Kernfunktionalität sollte klar vermittelt werden und hier auf jeden Fall ja, auf die korrekte Sprache und auch Rechtschreibung achten. Und zu guter Letzt die Produktbeschreibung. Ich glaube, auch das Beispiel zeigt es ganz gut. Die erste Produktbeschreibung lässt sich dann doch einfacher lesen. Also arbeiten Sie da wirklich mit Bullet Points, mit Zwischenüberschriften, fettgedruckt. Versuchen Sie, den Text aufzulockern und übermitteln Sie nicht einfach nur den Content, den Sie haben. Achten Sie auf jeden Fall, dass die ja, Kernfunktionalität, alles, was wichtig ist, was der Kunde wissen sollte über den Artikel, dass Sie das mit übermitteln. Letztendlich wird Ihnen das dann auch für Ihre Retourequote zugutekommen. Ja, und hier habe ich dann einfach nochmal eine Übersicht mitgebracht. Das sehen Sie alles mal auf einen Blick. Natürlich, bestenfalls orientieren Sie sich an den grünen Punkten und dann schauen Sie einfach gerne, falls Sie mit uns da schon unterwegs sind, was Sie da vielleicht nochmal optimieren können. Ja, Thema KPI. Ja, ich habe schon mal kurz erwähnt zum Thema Buybox. Und jetzt möchte ich da noch mal ein, zwei Sätze zu sagen, was haben wir denn für KPIs bei uns auf dem Marktplatz? Ich habe Ihnen hier einen Ausdruck aus unserem Dashboard mitgebracht. Das heißt, wenn Sie sich in den Account einloggen, dann sehen Sie zu jedem Zeitpunkt Ihre Service-KPIs. Sie sehen quasi, wo stehen Sie gerade. Sie sehen, welchen Zielwert haben wir. Und dann können Sie da auch immer verschiedene Optimierungen vornehmen. Sie als Händler, Sie übermitteln uns ja Ihre Versandgruppen. Das bedeutet, Sie übermitteln uns, wie lange Sie brauchen, bis der Artikel eben beim Kunden ankommt. Und dann sollten Sie natürlich auch darauf achten, dass Sie dieses Zeitfenster, das Sie uns übermitteln, auch einhalten. Also es ist auch nicht besser, wenn der Artikel zu früh beim Kunden eintrifft. Es ist natürlich auch nicht gut, wenn er zu spät kommt. Also da wirklich in dem Zeitfenster, das Sie uns übermitteln, sollte der Artikel dann auch rausgeschickt werden. Wenn nicht, können Sie es natürlich immer wieder anpassen. Ansonsten ist es von unserer Seite so, dass wir, falls ein Ticket geöffnet wird von einem Kunden, erwarten wir, dass sie innerhalb von 48 Stunden werktags darauf reagieren. Wir haben auch eine händlerbedingte Ticketrate. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ein Kunde ein Ticket öffnet, wie beispielsweise die Rechnung fehlt oder der Artikel ist beschädigt, also da haben wir auch eine Legende im Händler-Account, die Sie sich einmal anschauen können, dann tracken wir das und da sollten Sie auch schauen, dass Sie die so gering wie möglich halten. Und ein wirklich wichtiges Thema ist unsere Stornoquote. Wir haben eine händlerbedingte Stornoquote, die wir dann auch tracken. Und diese händlerbedingte Stornoquote, die wird immer dann getrackt, wenn eine Bestellung reinkommt und Sie einfach nicht in der Lage sind, den Artikel rauszuschicken. Wie zum Beispiel, die Produktbeschreibung war fehlerhaft oder es ist kein Bestand da. Also immer, wenn Sie nicht in der Lage sind, den Artikel an den Kunden zu verschicken, dann muss storniert werden und das ist dann eben eine händlerbedingte Storno-Quote und da bitte darauf achten, dass die wirklich so gering wie möglich ist. Und ansonsten haben wir hier auch verschiedene Reports, die Sie sich ziehen können, falls Sie da Unterstützung brauchen und einfach mal einen Überblick bekommen wollen über Ihre Tickets oder über Ihre Stornierungen. Ja. Dann möchte ich einmal darauf zu sprechen kommen, was wir von unserer Seite Ihnen bieten. Ja, wir haben in unserem monatlichen Abo verschiedene Marketingoptionen, die da schon mit inbegriffen sind. Ich habe es auch schon erwähnt, also wir spielen Ihre Artikel einmal automatisiert über Google Shopping aus. Und hier möchte ich auch nochmal kurz auf den Sistrix Sichtbarkeitsindex eingehen. Das ist auch ein Grund, warum wir so stark wachsen. Wir haben einfach eine gute Sichtbarkeit. Auch so im Vergleich zu anderen Branchengrößen habe ich die einmal mitgebracht. Ich habe auch mal einen Auszug von Keywords mitgebracht. Das sind eben Keywords, zu denen ein hohes Suchvolumen gibt und wir ranken da eben besonders gut und werden da immer so auf dem ersten bis dritten Platz ausgespielt. Ansonsten spielen wir Ihre Artikel auch über Preisvergleichswebsites aus, wie zum Beispiel Idealo oder Heureka. Und was ich noch einmal hervorheben möchte, sind Deals, die wir anbieten, Deals oder Kampagnen auf unserem Marktplatz, wie zum Beispiel die Sparfuchswoche. Die Sparfuchswoche ist eine Kampagne, die ist kategorieunabhängig. Die findet bei uns immer einmal im Monat statt und geht über eine Woche, wird über unsere Hauptseite beworben. Das heißt, da können Sie sich einmal für anmelden, dann bekommen Sie von uns immer die News per Mail zugeschickt. Sie können Ihre Artikel einreichen und dann bewerben wir die einfach noch mal extra über die Sparfuchswoche. Ja, Sie haben natürlich auch immer die Möglichkeit, on top noch weitere Werbemöglichkeiten, Marketingmöglichkeiten hinzuzubuchen. Und gerade on-site möchte ich einmal kurz auf die Sponsored Product Ads zu sprechen können. Empfehle ich besonders gerne meinen Händlern, wenn sie neu bei uns gestartet sind, mit Sponsored Product Ads zu arbeiten, weil sie einfach neu sind. Sie haben noch keine Sichtbarkeit. Unser Algorithmus weiß einfach noch nicht, dass sie relevant sind, dass ihre Artikel relevant sind. Und das kann man dadurch einfach ein bisschen beschleunigen.
Sie kaufen sich quasi mit Sponsored Product Ads ja bessere Platzierungen für ihre Anzeigen, für ihre Artikel. Das Ganze ist ein Self-Service. Das bedeutet, sie haben zu jeder Zeit die volle Kostenkontrolle. Es liegt alles in ihrer Hand. Sie können die Kampagnen dann auch immer wieder optimieren. Also das liegt ganz in ihrer Verantwortung. Und Thema Offsite, vielleicht ist auch Social Media so ein Thema, was super interessant ist. Wir haben einen Facebook-Kanal, wir haben einen Instagram-Kanal und einen Pinterest-Kanal. Da können Sie gerne mal vorbeischauen. Also wir erstellen da auch gerne mit Ihnen zusammen mit Ihren Artikeln Posts und bewerben die dann nochmal über unsere Kanäle. Ja, und zu guter Letzt, was natürlich auch super interessant ist für Sie, unsere Konditionen. Wir sind da sehr transparent. Wir haben zwei Konditionspunkte, die quasi auf Sie zukommen. Wir haben einmal unsere monatliche Grundgebühr, da liegen wir bei 39,95. Sie hätten auch noch die Möglichkeit, uns einen Link zu übermitteln, zum Beispiel zu Ihrem Online-Shop, den wir dann nochmal zusätzlich mit ausspielen, das wären dann 49,90. Und zu der monatlichen Grundgebühr kommt dann noch einmal eine Verkaufsprovision hinzu. Für jeden Verkauf, der erfolgreich abgewickelt wurde, das heißt, Retouren werden natürlich bereinigt. Und da liegen wir eben zwischen 7% und 16%. Wenn wir jetzt uns zum Beispiel Haushaltsgeräte anschauen, liegen die in der 7%-Kategorie. Ansonsten Wohntextilien, Wohnaccessoires, wenn wir in die Richtung gehen, die werden dann in den 13%. Also da schauen Sie gerne, wo Sie da bei uns kategorisiert sind. Sie können bei uns so viele Artikel listen, wie Sie möchten. Wir begrenzen das Ganze nicht. Und ansonsten haben wir auch keine Kündigungsfrist. Das bedeutet, wenn Sie sagen, okay, Sie möchten die Zusammenarbeit beenden, können Sie das zu jedem Zeitpunkt tun. Wir von unserer Seite, wir sind natürlich immer darauf aus, dass wir langfristige Partnerschaften schließen. Ja, und dann bin ich auch schon durch. Wer von Ihnen jetzt Lust hat, sich bei uns zu registrieren, kann gerne unseren Vouchercode verwenden. Wir haben einmal einen Code erstellt, KGMAMBIENTE24. Und den können Sie gerne während der Registrierung einmal hinterlegen und dann bekommen Sie von uns eine 3-monatige Grundgebührbefreiung für Ihren Start.